Hi Leute, heute geht es um die Frage, wieso der ganze Aufwand, wie kann man nur so leben, warum verzichtet man auf Fleisch, auf Spaß, auf Alkohol und die ganzen schönen Dinge im Leben. Warum verzichtet man auf so viel gutes Essen? Darum soll es heute gehen. Also viel Spaß beim Schauen. Und jetzt möchte ich das gern beantworten. So. Warum gibt es Menschen? Wozu ich wahrscheinlich auch dazu zähle, wo viele vielleicht denken, kann man nur so leben. Ich hätte mich das früher vielleicht auch gefragt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so lebe wie jetzt. Und ich hätte es nicht gemacht, hätte sich es nicht einfach natürlich so entwickelt. So, jetzt erstmal auf die Fragen eingegangen. Erstmal sind da auch ganz viele Annahmen drin. Das ist so der erste Punkt. Also wir sollten mal schauen, dass wir diese ganzen Annahmen beiseite legen. Erstmal siehst du, dass ich, oder sehen vielleicht irgendwelche Menschen, dass ich keinen Alkohol trinke, sehen, dass ich kein Fleisch esse, sehen, dass ich nicht mal irgendwas Gekochtes esse oder so. Und denken sich, wie kann man das nur machen? Wie kann man auf alles verzichten? Da hat man keinen Spaß mehr so. Und da sind gleich zwei Annahmen drin, dass man da keinen Spaß mehr hat. Ist die erste Annahme. Und die zweite Annahme ist, dass es ein Verzicht ist. Erstmal ist es kein Verzicht, habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, ist in der Infobox verlinkt. Und dann ist es eben einfach eine Annahme, dass man keinen Spaß mehr dann hat. Die Sache ist, du hättest keinen Spaß mehr in deinem jetzigen Zustand, wenn du aufhörst, Alkohol zu trinken. Ich habe keinen Spaß, wenn ich Alkohol trinke, weil dann geht es mir einfach schlecht. Und ich habe so viel mehr Spaß, weil ich all diese Prozesse, habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, all diese Prozesse, was Drogen auslösen. Wir suchen im Prinzip nur. Sucht ist Suche. Und in all diesen Sachen sucht man immer nur Glück. Im Äußeren. Das Glück ist aber im Inneren zu finden. Du kannst all diese Prozesse im Äußeren erzeugen. Auf Knopfdruck. Oder in dir selbst, wenn du es gelernt hast. Und selbst starten mit diesen Prozessen. All diese Prozesse, diese Stoffe auslösen, die irgendwelche Dinge im Äußeren auslösen, sind nur kurzweilig. Wenn du dich veränderst, dann hast du auch so Spaß. Dein Kind braucht keine Drogen, um Spaß zu haben. Wir haben das nur verlernt und verdrängen damit sehr viel und sind unbewusst auf einer Suche, die du damit im Äußeren nie erfüllen kannst. Es ist wie ein Ei, wenn das von außen zerbricht, dann wird Leben zerstört. Wenn ein Ei von innen heraus zerbricht, dann entsteht neues Leben. Und wenn wir Erfahrungen von innen heraus machen und sich das dahin entwickelt, dann ist man immer stoned. Dann ist man immer gut drauf. Da braucht man keine Drogen. Zustände kann man selbst erzeugen. So, und der nächste Punkt, ganz wichtiger Punkt ist Ignoranz. Viele haben es noch nicht erkannt in ihrer Ignoranz, weil sie was nicht sehen möchten, nicht wahrhaben möchten, etwas nicht sehen wollen, wie auch immer man das nennen mag. Aber Ignoranz ist nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt vielleicht ein Segen. Genauso ist es wie mit Alkohol. Es ist vielleicht eine gewisse Zeit lustig, bis du dann irgendwo in der Ecke lügst und kotzt. Oder egal was. Oder bis du irgendwann einfach 10 Jahre früher stirbst und dir dann bewusst wirst, hey, du hast gar nicht richtig gelebt. Und Ignoranz kann eine Zeit lang eben sehr erfüllend sein. Das ist wie, ist auch ein super Gefühl, von einem Wolkenkratzer zu springen. Total geil, auf die Erde zuzufliegen, bis man dann auf den Boden aufkommt.
Dann ist es nicht mehr so lustig, dann macht es nicht mehr so viel Spaß. Auf dem Boden der Tatsachen. Dann ist es nicht mehr so cool. Aber wenn man das vorher ignoriert, nee, nee, da kommt kein Boden, nicht hinschauen, einfach nicht drauf hört. Und so ist die Gesellschaft heutzutage im Großen und Ganzen. Die meisten Menschen wollen Dinge nicht sehen. Die wollen jetzt einfach Spaß haben und wollen sich nicht verändern, halten an alten Dingen fest. Und Ignoranz kann dann vielleicht eine Zeit lang ganz toll sein, wenn man das ignoriert, dass da irgendwie der große Crash kommt, so wie man es ja eigentlich bei jedem in der Gesellschaft sehen kann. Ich kenne irgendwie keinen in der normalen Bevölkerung, normal, wenn man das so normal nennen mag, der irgendwie mit 20, 30 Jahren irgendwie nicht regelmäßig irgendwelche Tabletten nimmt oder mal Aspirin hier, da oder irgendwie eine Brille hat oder irgendwelche Krücken. Wenn man diese ganzen Krücken mal von der Welt wegnehmen würde, dann würden die Menschen verdammt hilflos durch die Gegend laufen, ohne Hörgeräte, ohne richtig zu sehen, ohne Krückstock, ja, ohne Rollstuhl oder was auch immer. Und die meisten Menschen ignorieren einfach, dass sie auf einen Totalcrash hinarbeiten. Die meisten Menschen plötzlich mit 50 kriegen sie einen Herzinfarkt, wundern sich und sagen, hey, oh, damit hätte ja keiner rechnen können. Jeder, der mit offenen Augen schaut und sich die Realität anschaut, wie sie ist, der sieht, dass wir immer mehr krank werden, obwohl wir zum Beispiel immer mehr Geld für Gesundheit ausgeben. Immer mehr Geld wird ins Gesundheitssystem gesteckt. Und die Menschen sind kranker denn je. Sind offensichtliche Widersprüche, die man sehen kann, wenn man sie wahrhaben möchte. Aber wenn man wie ein kleines Kind reagiert, das nicht wahrhaben möchte, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, da baut man sich ein verdammt schiefes Weltbild mit der Zeit auf. Und ein verdammt schiefes Weltbild ist normal in der heutigen Zeit. Da braucht man ja nur anschauen, wie viele Brillen, wie viele Sehhilfen es gibt. Keiner sieht die Welt mehr, wie sie ist, sondern wie er sie sehen möchte. Möchte sich alles irgendwie nach seinem Belieben drehen. Und Ignoranz, dieser Punkt ist eben, kann vielleicht kurze, gewisse Zeiten Segen sein, kann Spaß machen, Ignoranz. Bis du auf dem Boden der Tatsachen ankommst. Und das wünsche ich keinem. Ich wünsche mir natürlich, dass die Leute vorher die Augen aufmachen, vorher die Realität anschauen, wie sie ist. Dann muss man nicht erst hart auf den Boden aufkommen, der Tatsachen. Und dann wird es irgendwann heftiger. Es ist immer das, die Leute ändern nichts und sagen, wie kannst du nur so krasse Sachen machen, wie kannst du nur auf all diese Dinge verzichten. Wenn man sich die Welt anschaut, wie sie ist, dann sieht man, was diese Dinge machen mit den Menschen. Und dann, wenn man eine klare Sicht auf die Dinge hat, dann fällt es einem ganz leicht, diese Dinge beiseite zu lassen, kein Fleisch mehr zu essen und so weiter, weil man dann merkt, nach einer Zeit auch, wie gut es einem geht. Und dann merkt man, was es für geile Früchte gibt, was es für geiles Essen gibt. Also schaut euch einfach mal durch leckere Rohkostrezepte im Internet irgendwo, egal wo. Ich habe ein kleines E-Book dazu geschrieben. Schaut euch die Rezepte an, macht die nach und dann seht mal, was da möglich ist. Und dann wisst ihr auch, dass das eine Annahme ist, wie ich auch bereits gesagt habe, und dass da kein Verzicht dabei ist. Genau. Aber das war's für heute. Also erkennt, dass Ignoranz kein Segen ist. Ganz kurz vielleicht mal. Aber dann hört der Segen schnell auf. Macht's gut, Leute. Ciao.